Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution News Video. Bevor das Ganze hier losgeht, solltet ihr auf jeden Fall wissen, das Videomaterial, was ich euch jetzt gleich zeige, das kommt alles von dem YouTube-Kanal von Jurassic World Evolution, zum Großteil aus dem Developer-Livestream von gestern, aber auch aus anderen Videos von deren Kanal. Also checkt den Kanal auf jeden Fall ab, der ist oben der erste Link in der Videobeschreibung. Lasst da ein Abo und ein Like da, dann freuen sich die Jungs, haben sie sich auch verdient. Und wir schauen uns heute den zweiten neuen Dinosaurier für Jurassic World Evolution an, nämlich den Compsognathus. Der Compsognathus darf bei einem Jurassic Park DLC natürlich nicht fehlen. Man kennt ihn ja, er wurde ja von diesem kleinen Mädchen zum Beispiel im Film gefüttert. Dann fallen sie natürlich in großen Mengen über die Leute daher. Also der Compsognathus oder der Compi ist wirklich schon häufig im Film vorgekommen. Und ich wundere mich, dass er jetzt erst so spät in das Spiel kommt, aber ich freue mich mega, dass er jetzt überhaupt kommt. Wir werden uns gleich anschauen, wie er aus dem Hemd-Entwicklungslabor freigelassen wird. Aber vorher solltet ihr nochmal wissen, ich habe es ja schon in dem Pteranodon-Video erwähnt, die Qualität von dem Frontier-Livestream war leider nicht die beste. Und jetzt gerade bei dem Videomaterial von dem Compsognathus fällt das sehr stark auf, weil er halt sehr klein ist und durch die hohen Gräser rennt. Dadurch wird das Ganze teilweise sehr, sehr pixelig. Und ja, wir machen das Beste draus. Also wenn die Qualität mal nicht ganz so gut ist, dann seid mir bitte nicht böse. Ich kann da leider nichts für. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie er hier aus dem Hemd-Entwicklungslabor freigelassen wird. Und da öffnet sich auch schon das Tor. Und jetzt müsst ihr genau hinschauen, da kommt er schon, man sieht ihn kaum. Er ist halt ganz kleines Stück höher als dieses kurze Gras, sage ich mal. Wenn er jetzt hier in das hohe Gras geht, dann sieht man ihn fast gar nicht mehr. Also er ist wirklich winzig, er ist so mini. Und er ist jetzt auch der neue, kleinste Dinosaurier aus Jurassic World Evolution. Vorher war das ja der Homalocephale, aber den hat er abgelöst. Er wurde sogar schon hochskaliert von der Größe, also in echt war er sogar noch kleiner, aber die Entwickler haben ihn halt so ein bisschen größer gemacht, damit man ihn überhaupt sieht, weil sonst hätte man einfach Schwierigkeiten, wenn man ihn in seinem Park hält, ihn überhaupt ausfindig zu machen, weil er einfach viel, viel kleiner ist. Er ist ja so sogar noch kleiner als das Gras eigentlich, also es ist halt wirklich sehr, sehr schwer, den zu sehen. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, wenn man so ein Gehege hat, dann nicht so viel hohes Gras zu machen, sondern so ein bisschen mehr Dirt-Untergrund und sowas, damit er sich nicht immer im hohen Gras so krass verstecken kann. Tut mir wirklich leid, dass die Qualität so schlecht ist. Man kann ihn halt leider sehr, sehr schwer erkennen. Hier in dieser Aufnahme kann man nochmal ganz gut die Größe sehen, weil er halt im Dunkeln hier steht und kein hohes Gras oder so um ihn herum ist. Schaut mal im Hintergrund dieses Blatt da an zum Größenvergleich. Daran sieht man einfach, wie krass winzig dieser Compi ist. Aber ich muss wirklich sagen, was das absolute Highlight für mich von dem Compi persönlich ist, ist diese Fressensanimation, die man im Species Profile gesehen hat, wie er einfach darauf springt, sich so einen Steak sozusagen runterholt vom Fieder und das dann unten auf dem Boden frisst. Das finde ich, also das ist mit Abstand auf jeden Fall meine Lieblingsfutteranimation. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall damit rechnen können, dass wenn man den Compi macht, dass man ihn in großen Massen und Mengen in seinen Gehegen sozusagen hält, weil ich denke mal, der wird eine sehr, sehr hohe soziale Anforderung haben, weil man kennt das ja so aus den Filmen, wie dann da wirklich 20 Stück von diesen Compsognathus rumlaufen in Gruppen und dann zu 20 sozusagen auf die Feinde springen und die versuchen immer so ein bisschen anzuknabbern, um die dann zur Strecke zu bringen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Compsognathus. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Am 10.12. ist es ja schon soweit. Dann können wir ihn endlich auch mal in guter Qualität sehen. Dann werde ich auch nochmal ein Video machen, wo man ihn dann nochmal ein bisschen genauer auch sich anschauen kann. Aber Leute, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gut informiert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, trotz teilweise schlechter Qualität. Dann würde ich mich auf jeden Fall selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Heute werden wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Video kommen. Und deshalb sage ich einfach mal, bis später, Leute.